Ja, herzlich willkommen auf der Erzählmodellbauer. Heute schauen wir uns hier drin mal die logischen Schalter an. Gleich nach dem Intro. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute hier diese logischen Schalter mal einmal durchsprechen, alle Funktionen uns eben anschauen. Was machen sie und was bewirken sie? Als erstes gucken wir uns jetzt mal ein kurzes Blockschaltbild an, sage ich mal, wo wir die Funktion des, also die Grundfunktion des LS-Schalters, des Logikschalters uns anschauen. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Auf geht's! Ja, wir gucken uns hier mal den grundsätzlichen Aufbau eines Logikschalters an. Den habe ich hier mal in so einem Blockschaltbild veranschaulicht. Hier hinten ist der Ausgang des LSs, der sagt, ob der aktiv oder nicht aktiv, 1 oder 0, ein- oder ausgeschaltet ist. Wir fangen mal vorne an. Wir haben als erstes hier eine Logikverknüpfung. Die Logikverknüpfung besitzt zwei Eingänge. Einmal die, ich nenne sie mal V1 für Variable 1 und Variable 2. Die Logik dazwischen könnt ihr hier unten sehen, die habe ich mal aufgelistet. Das sind alle die Funktionen, die hier in der Logik zwischen den beiden Eingängen hier gemacht werden können. Die Eingänge können analog sein oder digital. Wenn die Logikverknüpfung hier erfüllt ist, wird hier eine 1 weitergeleitet an das UND-Glied. Dann wird hier geguckt, ist ein Schalter vorhanden, ist einer programmiert, sage ich mal. Wenn nicht, wird der Eingang einfach als 1 gewertet, das heißt 1 und 1 ergibt eine 1 am Ausgang. Haben wir hier einen Schalter definiert, muss der zwingend auf 1-Signal stehen, damit quasi die Logikfunktion auch durchgeschaltet wird. Das kann man so als Freigabe sehen. Man kann dann quasi die Logik ein- und ausschalten, so ein Ein- und Ausschalter der Logik. Das heißt, wenn wir den Schalter auf 0 haben, ist definitiv der Ausgang auch 0 und wird nicht 1 werden können. Ja, das Ergebnis von diesem UND-Glied wird weitergeleitet an diesen nächsten Funktionsbaustein Dauer. Das ist quasi die Dauer, wie lange der Ausgang hier an der Dauerfunktionsbaustein ansteht. Das heißt, wenn hier jetzt ein 1-Signal kommt von der Logik und dem Schalter und der steht länger an als die Zeit, die hier drin steht, dann würde der den Ausgang wegschalten. Das heißt, wenn jetzt hier die 1 kommt, läuft die Zeit hier drin ab, die wir eingestellt haben. Wenn die abgelaufen ist, wird der Ausgang dementsprechend wieder auf 0 geschaltet. Also ist so wie in so einem Treppenlichtautomat, sage ich mal. Andersrum funktioniert der auch so, wenn hier nur ein kurzer Impuls kommt, wird auch die Zeit gestartet. Das heißt, der Ausgang ist 1, die Zeit wird gestartet und nach der Zeit wird quasi das ein Signal wieder weggenommen. Das ist quasi so eine Impulsverlängerung und einmal eine zeitliche Begrenzung, je nachdem wie der Eingang halt gewertet wird. Ja, dieser Ausgang von dieser Dauer wird dann an den letzten Block hier weitergeleitet. Das ist die Verzögerung oder Delay. Da wird einfach nur das Signal verzögert, aber nur das Einschaltsignal, also das Einsignal wird verzögert, an den Ausgang weitergegeben. In die Sekunden, die wir hier einstellen. Das heißt, wenn hier eine 1 kommt, hier 2 Sekunden drin steht, würde nach 2 Sekunden erst die 1 weiter an den Ausgang gereicht. Andersrum, wenn das Signal wieder auf 0 geht, geht der Ausgang auch sofort auf 0. Ja, und dann befinden wir uns hier schon am Ausgang. Das heißt, was hier aus dem Verzögerungsglied rauskommt, ist dementsprechend auch unser LS-Schalter. Ist der 1 oder 0. Also wenn wir hier keine Zeiten bei den beiden Zeitgliedern, so nenne ich sie mal, eintragen, sind die einfach gebrückt. Das heißt, wenn ich hier keine Zeit eintrage, wird es einfach direkt an den Verzögerer weitergeleitet. Habe ich hier nichts eingetragen, wird es direkt an den Ausgang weitergeleitet. Das heißt, wenn wir hier gar nichts eintragen, geht es direkt vom UND-Glied auf den Ausgang. So, jetzt haben wir das Blockschaltbild durch. Jetzt gehen wir mal hier am Sender und gucken uns die einzelnen Funktionen hier mal eben an. Ja, ich habe jetzt hier den Sender mal eingeschaltet und bin schon hier in die logischen Schalter reingegangen. Wir haben, das ist hier oben die kleine Wolke mit den angedeuteten Wippe, also diesem Schalter-Symbol. Wir haben insgesamt 64 logische Schalter zur Verfügung. Hier ist 64 und da oben ist die 1. Ja. Wir können die einzelnen Zeilen hier editieren.
ich gehe jetzt mal hier in die erste Zeile rein. Dann können wir hier unseren logischen Schalter einstellen. Die erste Zeile hier ist die Funktion. Das waren die logischen Funktionen, die ich in der Excel-Tabelle schon gezeigt hatte. Und darunter sind die beiden V1 und V2, die zwei, die mit der Funktion verknüpft werden. Dann haben wir hier unseren End-Switch, also den Freigabeswitch, die Dauer hier einmal und hier unten noch die Verzögerung. Wir fangen mal einfach mit der ersten Funktion hier oben an. Die nennt sich a gleich x. X bedeutet in dem Fall einen Festwert. Deswegen ist jetzt auch die zweite Variable hier auf 0 gesprungen. Also da können wir jetzt nur einen Zahlenwert eintragen. Ich gehe da mal auf die 100. Ihr seht gleich warum. Und als V1 nehme ich jetzt was Analoges. Hier, da nehme ich meinen Gasknüppel. So, den habe ich jetzt eingestellt. Jetzt sind wir eigentlich schon mit der Konfiguration fertig. Ja, wir hatten ja gesagt, wenn wir bei den drei anderen hier, bei dem End-Switch, bei der Dauer und bei dem Delay nichts einstellen, dann wird das einfach durchgereicht. Das heißt, ich habe jetzt nur die Funktion aktiviert mit den beiden Variablen. Und wenn das Ergebnis daraus 1 ist, wird der logische Schalter hier oben, wo die L1 steht, wo die L01 hier oben steht, mit gelben Hinterlegung dargestellt. Das können wir mal einmal machen hier. Schieben den Knüppel jetzt hier nach ganz nach oben. Da haben wir 100. So, und wenn wir den Anschlag hier oben erreicht haben, haben wir genau 100. Und deswegen wird dann hier auch der L01 aktiv. Wenn wir jetzt einmal zurückgehen aus der Konfiguration raus, dann sehen wir das auch anhand dieser Zeile. Die ist jetzt komplett gelb. Und da drin steht auch nochmal hier die Funktion und welche Variablen oder Festwerte wir benutzt haben. Wir können mal einmal den Knüppel wegnehmen, dann wird die Zeile wieder weiß. So, wir gehen mal wieder auf die Zeile drauf, editieren. Jetzt gucken wir uns mal eben noch die zwei anderen Funktionen hier an. Das war einmal der Schalter, dann nehmen wir mal hier oben SA nach oben. Den haben wir jetzt betätigt. Der LS steht immer noch auf 100% Gas, das haben wir ja auch noch. Und den SA hoch haben wir auch betätigt, deswegen ist die logische Funktion, also L01, auch aktiv. Jetzt können wir den Schalter einfach umlegen hier in eine andere Position und dann wird auch der logische Schalter 0. Das heißt, wir können jetzt hier machen, was wir wollen. Wir kriegen den nicht mehr aktiv, außer wir schalten den Schalter ein. So, jetzt können wir mal hingehen und die Dauer einstellen. Da können wir einfach mal 2 Sekunden einstellen. Das heißt, wenn wir den logischen Schalter mal aus seiner Position rausnehmen, den Schalter hatten wir ja noch auf aktiv stehen, und jetzt die 100 anfahren, dann wird er 1 und nach 2 Sekunden geht er dann weg. Jetzt die Impulsfunktion, wenn ich jetzt einfach nur Impulse, geht er auch an, obwohl ich nicht mehr auf 100 bin, und geht nach 2 Sekunden weg. So, das machen wir wieder 0 jetzt hier. Und dann gehen wir noch auf die letzte Funktion ein. Das ist hier die Verzögerung. Das heißt, wenn ich jetzt den Knüppel hier auf 100 schiebe, dauert es 2 Sekunden, bis dann der Ausgang 1 wird. Hochgeschoben, 1, 2 und dann haben wir hier L1 ist aktiv. So, ich schalte jetzt die beiden Funktionen hier unten weg und den Schalter auch wieder weg, weil das in jeder Funktion immer gleich gehandhabt wird. Wir gehen jetzt nur noch auf die Funktion hier oben ein, die wir da einstellen können. Und der Rest ist ja immer gleich bei den drei unteren Funktionen. Dann kommen wir zur nächsten Funktion, das ist ax. Bei OpenTX war da, glaube ich, noch immer so ein geschwungenes Minuszeichen drin, also ungefähr soll das heißen. Das heißt im Endeffekt genau dieselbe Konstellation. Wir haben wieder V1, da können wir unseren Gasknüppel drauflegen und hier unten können wir wieder einen Wert annehmen. Wir lassen mal bei 0, wir gucken mal, ob wir hier ungefähr bedeutet, glaube ich, 0,6% Toleranz, wenn ich mich nicht recht entsinne, müsste ich aber nochmal genau nachgucken. Wie ihr seht, habe ich jetzt genau hier 0 hingekriegt, der Knüppel steht genau auf 0. Wenn ich jetzt ein bisschen den bewege, geht es wieder weg. Also da treffe ich aber jetzt eher die 0, als wenn ich das auf gleich stehen habe.
Ja, nächste Funktion ist a größer x, wieder gleiches Spiel. A, machen wir wieder unseren Gashebel rein und hier tragen wir mal 20% ein. Das wäre in die Richtung nach oben 20%. Wir können auch was Negatives eingehen, das wäre dann in die negative Richtung. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Knüppel 20% nach oben bewegen, seht ihr, dann geht der L01 an. Wenn wir nach unten bewegen, nicht. Das können wir nochmal machen. Wir geben mal einen negativen Wert ein. Dann haben wir natürlich, dass wir größer den negativen Wert sind. Das heißt, wir müssen noch negativer werden. Hier unten sind wir jetzt, sag ich mal, bei minus 70 oder so. Und wenn wir jetzt auf minus 30 kommen, dann sind wir ja größer. Und dann geht entsprechend der Ausgang an. Ja, dann haben wir noch die umgekehrte Reihenfolge. Das heißt kleiner. Das heißt, wenn ich jetzt hier 10 einstelle, dann muss ich quasi über 10 gehen nach oben, damit der LS ausgeht. Dazu stelle ich nochmal Gas ein. Und wenn ich jetzt über 10 gehe, dann geht er aus. Wenn ich in den negativen Bereich gehe, natürlich entsprechend andersrum. Ja, jetzt haben wir nochmal das A in den zwei Strichen stehen und größer X, das heißt absolut. Das heißt in die vordere wie in die rückwärtige Richtung. Das heißt, wenn ich da jetzt den Gashebel einstelle und hier auf 20 mal stelle, dann ist das einmal 20 nach oben oder 20 nach unten. Das heißt, wir können mal einmal gucken. 20 nach oben geht an und 20 nach unten geht an. Das heißt, absolut vom Nullpunkt gesehen 20 in die oder 20 in die andere Richtung. Ja, und das Ganze gibt es dann noch mit kleiner. Das ist im Endeffekt wieder dasselbe. Da stellen wir jetzt auch mal 20 ein. Jetzt befinden wir uns ja dazwischen quasi. Das heißt, wenn wir jetzt über 20 kommen, dann geht er aus. Wenn wir unter 20, bleibt er an. Und unter 20 in die andere Richtung bleibt er auch an. Und wenn wir über die 20 Knüppelbewegung kommen, dann geht er aus. So, ich bin jetzt mal ein paar Funktionen übersprungen, damit wir bei dieser Analogwertgeschichte erstmal bleiben. Und da habe ich jetzt die Funktion a gleich b rausgesucht. Das ist quasi jetzt hier, kann ich jetzt nicht eine Konstante eingeben, sondern ich könnte theoretisch jetzt hier zwei Analogwerte eingeben. Oder zwei Knüppel. Ich habe jetzt einmal hier das Querruder genommen und ich habe einmal das Gas genommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier 100% nach oben machen würde und hier 100% nach rechts, dann geht der LS an, weil beide jetzt 100% haben. Ja, und dann gibt es die Funktion a größer b. Da können wir auch mal wieder unsere beiden Knüppel-Aggregate reintun. Das heißt, A ist in dem Fall V1. Wenn der hier größer ist wie der, das heißt, wenn ich den jetzt hier über die 0 schiebe, dann ist er ja größer wie der und dann haben wir wieder L1 an. Wenn wir jetzt hier den ein bisschen mehr geben, dann müsste theoretisch L1 wieder ausgehen, weil jetzt die Seite größer ist wie die Seite. Ja, und dann gibt es das Ganze natürlich noch andersrum. Das ist dann A kleiner b. Ja, damit wir alle drin haben, machen wir das natürlich auch einmal rein. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Knüppel kleiner dem stellen, hier sind wir jetzt ja größer, dann gehen wir hier runter und dann geht L1 an. So, jetzt kommen wir zu den Digitalverknüpfungen, sage ich mal. Da können wir nämlich nur Schalter drauflegen oder Sachen, die halt 0 oder 1 werden können. Und das sind meistens falsch Schalter oder logische Schalter halt. Ich habe jetzt mal die Funktion AND gewählt. Jetzt können wir auch hier mal draufdrücken. Jetzt seht ihr, jetzt können wir auch nur Sachen auswählen, die irgendwie einen Zustand wechseln zwischen ein und aus oder irgendwas anderes. Wir nehmen mal hier SA nach oben und SB nach oben. So, wir haben beide genommen. Beide Schalter habe ich jetzt auch nach oben betätigt. Das heißt, der logische Schalter ist 1. Jetzt mache ich einen aus, ist ja nur noch einer aktiv. 1 und 0 ergibt 0. Ja, beide Schalter müssen ihren Zustand hoch haben, damit
der logische Schalter 1 an ist. Jetzt habe ich hier das OR eingebaut. Das heißt, OR bedeutet, es muss einer von beiden aktiv sein oder beide. Dann geht quasi das Ausgangssignal auf 1. Ja, dann gibt es noch dieses Exklusiv-Oder. Das heißt, es darf exklusiv nur einer an sein. Also wenn beide an sind, ist 0 und wenn keiner an ist, ist 0. Das heißt, wenn wir beide ausschalten, einen einschalten, geht es auf 1. Den anderen dabei nehmen, geht er wieder aus. Beide wieder ausschalten und den B einschalten, dann geht er auch wieder an. Das heißt, einer von beiden darf nur ein sein. Das ist dieses Exklusive, dass exklusiv nur einer da ist. Ja, kommen wir jetzt schon zu den etwas spezielleren Funktionen. Das ist einmal hier Delta größer gleich x. Das bedeutet, wir können wieder hier unseren V1, können wir wieder ein Analogsignal nehmen oder ein Knüppelsignal. Dann nehmen wir wieder unser Gas. Bei V2 können wir wieder eine Variable für x einstellen. Das heißt, hier stellen wir mal 30 ein. Das bedeutet, der L1 geht jetzt an, wenn die Änderung des Knüppels 30 oder größer ist. Das Problem an der Sache ist, dass das nur ein Impuls ist. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier sehen. Ja, wir haben ihn einmal kurz gesehen. Aber hier können wir uns ja natürlich jetzt die Dauer zunutze machen und stellen hier einfach mal eine Sekunde ein. So, wenn ich jetzt den Hebel hochschiebe um 30, dann geht der Ausgang für eine Sekunde an. Habt ihr gesehen? Ja. Das ist jetzt 30, ist in die positive Richtung, das heißt nach oben. Das heißt, wenn ich jetzt nach unten ziehe, passiert gar nichts. Wenn ich dann aber 30 plus mache, dann geht der L wieder an. Wieder 30 plus, dann geht er wieder an. Und wieder 30 plus, dann geht er wieder an. Wenn ich jetzt einen negativen Wert gehe, ist das genau andersrum. Das ist, wenn ich nach unten ziehe, dann geht er ja weniger. Und wenn er 30 weniger wird, dann würde er angehen. So, jetzt gibt es das Ganze noch wieder wie oben als absolut. Das ist im Endeffekt wieder dasselbe. Wir geben wieder das Gas ein und geben einen Absolutwert von 30 ein. Das heißt jetzt, wenn ich den Knüppel nach oben betätige, geht es an. Und wenn ich ihn nach unten betätige, 30, geht es auch wieder an. Das heißt, ich gehe 30 hoch, 30 runter und jeweils geht er dann an. So, jetzt kommen wir zu der ersten Spezialfunktion. Wie ihr seht, ist jetzt hier nur noch eine Variable, die wir auswählen können. Das ist die Edge-Funktion, die Puls-Funktion. Da können wir auch wieder nur einen Schalter auswählen. Wir nehmen mal SA nach oben. Jetzt können wir hier zwei Zeiten eintragen. Das ist jetzt die Einschaltzeit. Min-Zeit, das heißt, hier gebe ich jetzt, ich mache es mal auf 2 Sekunden. Der Ausgang ist jetzt 0. Ich habe ein bisschen SA nach oben getan. Er ist schon länger wie 2 Sekunden oben. Wenn ich jetzt nach unten schalte, geht der logische Schalter an für eine Sekunde, weil wir hier unten eine Sekunde eingeschaltet haben. Sonst wird er nur einen Impuls eben abgeben. Das heißt, wenn wir hier die Zeit auf 0 setzen, wir gehen jetzt auf 1, SA nach oben, 2 Sekunden warten, nach unten. Da habt ihr gesehen, haben wir nur so einen ganz kurzen Impuls gesehen. Deswegen stellen wir hier unten wieder eine Sekunde ein, dann ist das ein wenig besser zu sehen. Das heißt, ich mache den Schalter nur eine Sekunde an und wieder aus, dann kriegen wir hier keinen logischen Schalter. Lasse ich ihn aber 2 Sekunden an. Und schalte ihn dann aus, dann haben wir ein logisches Gutsignal und das wird dann den Ausgang weitergeleitet und mit der Dauer auf eine Sekunde gesetzt. So, jetzt könnt ihr euch schon denken, wofür die zweite Zeit ist. Das ist nämlich die Max-Zeit oder die Zeit, die er nicht überschreiten darf. Das heißt, wenn wir jetzt den Schalter zwischen 2 und 4 Sekunden einschalten, dann
wird der Ausgang auch aktiv. Sind wir über 4 Sekunden, wird er nicht aktiv. Sind wir unter 2 Sekunden, wird er auch nicht aktiv. Wir testen es mal. 1, 2, schalten wir aus. Aktiv gewesen. Wir schalten ein. 1, 2, 3, 4. Warten noch kurz und schalten jetzt aus. Dann wird er nicht aktiv. Das ist das Ganze, was diese Impulsfunktion macht. Da kann man quasi irgendwas machen, wenn irgendwas länger eingeschaltet ist und man schaltet es aus, dann wird nichts passiert, ist es nur kurz an, dann passiert irgendwas, oder ist es ganz kurz nur an, dann passiert auch nichts. Sowas könnte man da irgendwie mit realisieren. Ja, kommen wir zu der Timer-Funktion. Timer ist eigentlich selbsterklärend. Wir haben zwei Variablen, wo wir eine Zeit eingeben können. In meinem Fall habe ich da jetzt 2 Sekunden und 2 Sekunden eingegeben. Die erste Variable ist die Einschaltzeit und die zweite ist die Pausenzeit oder die Ausschaltzeit. Das heißt, 2 Sekunden ist der L1 an, 2 Sekunden aus. Dann wieder 2 Sekunden an, 2 Sekunden aus, 2 Sekunden an, 2 Sekunden aus und so weiter. Das kann man, wie gesagt, immer mit den drei Funktionen, die darunter sind, verknüpfen. Manches macht keinen Sinn, manches macht Sinn. Ist halt so. Kommen wir zur letzten Funktion hier, das ist die Sticky. Das ist quasi ein RS-Flipflop, also Setzen-Rücksetzen-Flipflop. Das heißt, mit V1 setzen wir die Funktion, also aktivieren den LS, den logischen Schalter, und mit V2 resetten wir den logischen Schalter. Das heißt, wir können auch wieder nur Schalter eingeben. Ich mache jetzt mal SA wieder nach oben. Und zum Resetten nehmen wir SB nach oben. So, jetzt machen wir beide Schalter wieder aus. Wenn man den logischen Schalter als SR-Flipflop deklariert, geht er automatisch auf 1. Das ist halt so. So, wir müssen ihn ja jetzt resetten, weil gesetzt ist er ja schon. Das heißt, wir werden SB nach oben betätigen und dann wieder nach unten. Und dann seht ihr, durch den Impuls, also den Flankenwechsel, wie man ihn nennt, von nicht aktiv zu aktiv, von 0 nach 1, haben wir den logischen Schalter zurückgesetzt. Jetzt setzen wir den logischen Schalter mit SA nach oben, dann wird er gesetzt, SA wieder ausschalten, dann bleibt er gesetzt. Wenn wir jetzt SA oben lassen, macht ja nichts, ist ja schon gesetzt, dann setzt er den halt normal. Wenn wir jetzt aber den SB hinzufügen, dann geht der logische Schalter auch entsprechend wieder zurückgesetzt. Andersrum ist auch, wenn wir den Reset-Knopf nach oben lassen und wir betätigen jetzt den Setz-Knopf, dann geht auch der LS an und wartet wieder auf den Flankenwechsel von SB neutral nach oben. Also es wird immer nur die Flanke oder die Änderung des Schalters ausgewertet. Ja, das waren jetzt hier alle Funktionen für unsere logischen Schalter. Wir können nochmal hier einmal zurückgehen. Dann können wir nochmal sehen, hier wird immer angezeigt, wie wir die Schalter programmiert haben. Wir gehen nochmal hier rein. Können hier jetzt nochmal eben einen anderen Schalter einfach nur so programmieren, damit ich mal mit dem mal seht, wenn jetzt hier alle Funktionen irgendwas eingetragen ist, wird das auch in der Zeile angezeigt, halt dann zweizeilig, weil es halt so viel ist. Was hier ein bisschen unschön ist, das war früher bei OpenTX schöner, da konnte man noch sehen, welcher Wert was ist. Hier kann ich jetzt nicht sehen, welcher Schalter jetzt dieser Schalter mit dem UND ist. Das ist jetzt der hier. Muss ich halt wissen, dass die erste Zeile die Funktion ist und in der zweiten sind halt die drei drin. Einmal das UND-Glied, die Dauer und die Verzögerung. Ja, heute haben wir uns die ganzen logischen Schalter angeguckt, welche Verknüpfungen wir da machen können, welche Freigabeschalter und so weiter, welche wir da... Ja, heute haben wir uns die logischen Schalter hier in der Funke angeschaut. Wir haben die ganzen Dinger, ja. Ja, jetzt haben wir hier die ganzen logischen Schalter durch, die ganzen Einstellungen, die wir da machen können. Und jetzt wollen wir mal im nächsten Video angreifen, was können wir damit praktisch machen. Ja, falls euch das interessiert und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt,
könnt ihr das gerne jetzt erledigen hier unter dem Video. Und dann sehen wir uns alle zusammen beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ziege One, der RC-Modellbauer. Ciao.